und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich aus dem Hause Crosscult, das überformatige Hardcover zu Message, ein Comic, was aus Deutschland kommt und geschrieben wurde von der guten Kristen Wendt. Kristen, ich bin schon so gewöhnt, englische Namen auszusprechen. Es ist wahrscheinlich einfach die gute Kristen Wendt und der guten Ronja Büscher, die da als Unterstützung gedient hat. Was genau sie bei dem Comic gemacht hat, kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Sie ist auf jeden Fall nicht die Zeichnerin gewesen. Sie war mehr dafür da, dafür zu sorgen, dass das ganze Ding bei einem großen Verlag rauskommt. In dem Fall ist es der Crosscult Verlag geworden. Und ich habe mich mal ganz unvoreingenommen darauf gestürzt. Allerdings war ich dann doch irgendwie voreingenommen und wurde an ein paar Stellen komplett überrascht, wo es gar nicht erwartet hätte. Was genau mich da überrascht hat, werde ich euch gleich schildern. Und es geht erstmal weiter mit den Titeln, die ich noch des Weiteren mit in diesem Video dabei habe. Das wäre dann noch zum einen Green Lantern Band Nummer 9 oder besser gesagt Green Lanterns Band Nummer 9, der vorletzte Band der Reise mit Sam und Bess und der guten Jessica Cruz in den Hauptrollen. Und da obendrauf noch aus den 80er Jahren New Mutants Höllenbeast, was jetzt von Panini passend zu den eigentlich anstehenden Kinofilmen, der jetzt irgendwie doch nicht mehr kommt, gereprintet wurde dieses Jahr oder besser gesagt letzten Monat und jetzt überall in den Comicshops erhältlich ist. Obendrauf ist das erste Sammelsorium dieser Storyline, die der gute Chris Camelot, Claremont, ich spreche den Namen immer falsch aus, und der gute Bill Sienkiewicz, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hier rausgehauen haben oder besser gesagt geschaffen haben. Ein absolutes Meisterwerk, hat mich wirklich komplett überrascht, komplett abgeholt und ich würde sogar sagen, dass das das Beste ist, was ich so in den letzten Jahren an den X-Men gelesen habe und obendrauf das beste New Mutants Comic ist, was ich bis jetzt gelesen habe und deshalb, wo die letzten beiden, die ich von den New Mutants gelesen habe, sehr gut gewesen sind, aber das hat der ganzen Sache nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Erstmal der erste Faktor, das ganze Ding spielt in den 80er Jahren, weil es halt in den 80er Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde. Um genau zu sein, im Jahre 1983, drei Jahre vor meiner Geburt. Und in diesem Zeitraum sah der Horror halt noch anders aus. Horror war im Film noch eher bunt dargestellt, so auch in Comicform. Und so ist das ganze Ding, wenn man es durchblättert, eine richtige Farbentracht und da einen kleinen, eigentlich quasi schon so fast die ganzen Farbtöne entgegen, die hier drin so wimmeln. Allerdings sind das alles Farben, die für die Horrorelemente eingesetzt werden, die hier drin vorkommen und das unglaublich gut. Und das liegt halt daran, dass das ein Horror aus einer anderen Ära ist, aus den 80er Jahren halt, wo alles ein bisschen aus heutiger Sicht kitschiger gewesen ist. Aber ich glaube, gerade deswegen funktioniert das Comic heute so gut, wie es vielleicht vor 10 Jahren nicht funktioniert hätte, weil heutzutage haben ja eh alle diese Retro-Brille auf, alles ist cool, was irgendwie ein bisschen älter kommt und so glaube ich, dass das Comic jetzt zu dieser Veröffentlichung genau in die richtige Kerbe schlagen könnte. Zum einen holt man die Leute ab, die dieses Retro-Ding extremst abfeiern und zum anderen die Leute, die halt in der Zeit groß geworden sind und demzufolge halt da dieses Nostalgie-Feeling sofort haben, sobald das ganze Ding aufschlagen. Ich möchte gar nicht zu viel von der Story wegspoilern, damit das für euch genauso ein Höllentrip bleibt wie für mich. Ich möchte nur ein bisschen darauf eingehen, dass das Ding noch so recht standardmäßig anfängt. Man sieht so eine Zukunftsversion, wo scheiß Xavier stirbt und dann rückt das Ganze ein bisschen weiter in den Hintergrund und andere Charaktere treten in den Vordergrund, wie die gute zeigt, die sich mit den Dämonen ihrer Vergangenheit auseinandersetzen möchte, was in dem Fall ein riesiger Bär ist, der Mörder ihrer Eltern gewesen ist, der gute Dämonbär, so heißt der gute Bär, und mit dem legt sie sich dann direkt zum Kampf an. Der Kampf geht für sie schief. Sie landet in der Intensivstation und in dem Zeitpunkt, oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Intensivstation landet und der Rest der New Mutants, die halt hinterherreisen, fängt der Horrortrip eigentlich erst so wirklich an und das Ding ist so ein Brett, dass man das einfach gelesen haben muss. Zeichnerisch und auch von Storytelling kein Tag gealtert oder besser gesagt extrem gut gealtert. Sagen wir mal ja so, wie so ein Wein, desto länger es liegt, umso besser wird es im Endeffekt und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das Ding jetzt so gut funktioniert, wie es vielleicht die letzten 10 Jahre nicht mehr funktioniert hat und ihr solltet euch das Ding unbedingt holen. 10 von 10 Punkte hat man wahrscheinlich schon seit meinem ersten Wort hierzu rausgehört und eine absolute Leseempfehlung für die New Mutants Höllenbeast aus den 80er Jahren. Danach wiederum habe ich mich dann auf ein moderneres Comic gestürzt, um genau zu sein, dem vorletzten Band der Green Lantern Serie mit Jessica Cruz und Simon Bess in den Hauptrollen drin. Man konnte jetzt ganze 8 oder besser gesagt zu diesem Zeitpunkt 9 Trades die Reise begleiten der beiden und ich habe glaube ich schon beim ersten Trade gesagt, dass ich einschätze, dass das so eine Serie wird, die so auf 6 bis 10 Trades angesiedelt ist und wie eben schon erwähnt ist das der vorletzte Trade, demzufolge ist der 10. Trade, der 10. Band, der letzte Band und es ist eine schöne Strecke, die man da mit den beiden zusammen im Regal stehen hat. Ich hätte mir persönlich noch 10 weitere Bände für diese Konstellation gewünscht, weil beides mit die interessantesten Lanterns sind, die das Green Lantern Corps zurzeit zu bieten hat, wobei das auch übertrieben ist, weil es bei den Green Lantern Corps einfach so viele interessante Lanterns gibt. Ich fand aber die beiden in einer Hauptrolle sehr interessant, zum einen, weil der gute Simon Bess halt die Lantern gewesen ist, die
die ich die ganze Zeit im Mittelpunkt sehen wollte, aber er hat es leider nie in den Mittelpunkt geschafft und ist nach seinem ersten Auftritt komplett in den Hintergrund verschwunden. Und Jessica Cruz, dadurch, dass sie halt den Green Lantern Ring aus der Erde 3 zuerst anhatte, was halt das Angstpendant zur Willenskraft ist. Und ich fand es auch interessant, sie in ihrer Rolle wachsen zu sehen und sich mit ihren Äxten auseinanderzusetzen, weil sie dadurch auch schon geschafft hat, Green Lantern Ring anzuziehen. Allerdings wusste man noch nicht so hundertprozentig, was genau in diesem besagten Abend passiert ist, wo ihre Freunde gestorben sind und wo sie dieses dramatische Erlebnis hatte, dass sie sich erstmal jahrelang zu Hause in ihrer Bude eingeschlossen hat. Und damit wiederum musste sie sich in diesem Band auseinandersetzen. Des Weiteren musste sie sich auch mit den Konsequenzen damit auseinandersetzen, was mit dem Ring passiert ist von Erde 3, das böse Gegenstück, in dem wiederum eine Dimension ist, in dem wiederum dann auch noch das böse Gegenstück von Hal Jordan immer noch am Leben ist und ein böses Gegenstück von Simon Bass. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht spoilern. Eine Sache, die aber noch extrem wichtig ist für mich persönlich, ist, dass Konstantin noch in der ersten Hälfte des Trails eine sehr wichtige Rolle spielt, weswegen sich das Ganze für mich so eine Mixtur von Konstantin und Green Lantern Comic angefühlt hat und mich einfach nur abgeholt hat, also zumindest in der ersten Hälfte des Trades. In der zweiten Hälfte des Trades war so eine leicht vorhersehbare Geschichte gewesen, die auch ganz cool erzählt gewesen ist, die allerdings ein ganz Stückchen schwächer gewesen ist als die erste Hälfte, weswegen ich dafür so einen kleinen Punkt abziehen muss und das ganze Ding wäre so ein 10 von 10 Kandidat gewesen, hätte die erste Geschichte den kompletten Trade gefüllt. So ist das aber immer noch eine sehr gute 9 von 10 und auch eine absolute Lesempfehlung für den 9. Band von Green Lantern. Und dann geht's weiter mit Message aus dem Hause Crosscult, eine Serie, die mich komplett überrascht hat und das auf mehrere Arten und Weisen. Erstmal vorweg das Cover. Ich dachte die ganze Zeit, dass auf dem Cover drauf eine Frau ist. Allerdings ist es tatsächlich ein Mann, der vorne drauf ist. Und genau zu sein, na gut, ich muss gucken, wie er heißt. Avarus, ihr wisst, ich kann mir einfach keine Namen merken, aber zum Glück steht es relativ weit oben hinten drauf. Auf jeden Fall ist das der gute Avarus, der ein Mann ist und keine Frau, was meine erste Überraschung gewesen ist. Die zweite Überraschung war bei meinem erstmaligen Auspacken dieses Comics, dass es eine Produktion aus Deutschland ist. Und die nächste Überraschung war dann, dass es eine Überraschung war tatsächlich, weil nachdem ich angefangen habe zu lesen, muss ich feststellen, dass es wieder so ein Endzeit-Szenario ist, wo es wieder darum geht, dass eine Computerintelligenz die Weltherrschaft an sich gerissen hat, bis sie dann festgestellt hat, ey krass, die Menschen sind der eigentliche Feind und dann versucht die Menschen auszurotten. Die Menschen schaffen es dann, diese künstliche Intelligenz wieder zu unterjochen, die Weltherrschaft wieder an sich zu reißen und es gibt trotzdessen noch so kleine Terrorzellen, die immer noch versuchen, die Menschheit wieder komplett zu vernichten und das habe ich so ungefähr schon 1000 Mal gelesen. Wenn es da nicht zum Schluss eine so krasse Wendung gegeben hätte, was die komplette Sache wieder ein komplett anderes Licht hüllt und mich so neugierig macht, was mit dem zweiten Band abgeht, dass es mich einfach nur abgeholt hat. Aber ich kann euch leider kein Wort dazu sagen, weil das wirklich erst so in den letzten 2-3 Seiten passiert und bis dato war es eine sehr solide, aber komplette Standardgeschichte, die mir wirklich gefallen hat, die aber kein wirkliches Aushängeschild gewesen wäre, um sich dieses Ding zu holen, wenn man es nicht schon irgendwie, wenn man es vorher noch nie gelesen hätte, so eine Art Setting, weil dann hätte man problemlos zugreifen können. Aber bei den ganzen Sachen, die ich schon gelesen habe, war das für mich anfangs halt ganz nett, aber nichts, wo ich gesagt hätte, muss man sich unbedingt reinziehen. Und dann kam das Ende und ich dachte mir, wie krass kommt das denn jetzt? Damit hätte ich gar nicht gerechnet und habe dann auch erst hinten drauf gelesen, dass das ganze Ding ein Horrorcomic ist oder besser gesagt so eine Mixtur aus Action und Horror und Endzeit und Science Fiction und dieses Horror-Ding hat mich ganz überrascht, hätte ich gar nicht mit gerechnet und habe mich dann wieder komplett abgeholt, weswegen ich dafür eine absolute Leseempfehlung raushaue, aber allerdings lasse ich an der Stelle so eine Einstufung von 1 bis 10 weg, weil wenn ihr noch nie was so eine Art Endzeit-Setting mit Computern, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben, gelesen habt, dann ist das wahrscheinlich für euch eine absolute 10 von 10. Wenn das aber bei euch so ist wie bei mir, dass ihr schon tausende solcher Geschichten gelesen habt, ist die erste Hälfte halt ganz solide, aber nichts herausragendes und erst so mit den letzten paar Seiten sieht man dann, was für eine Richtung das Ganze gehen wird und wird dann erst so komplett abgeholt, zumindest ging es mir so, weswegen ich an die Leute halt so eine halbe Leseempfehlung ausspreche. Wenn ihr aber Bock habt, eine komplett gut gezeichnete Serie zu sehen, die komplett abdriftet zum Schluss, ich sag's an der Stelle zum 5. Mal in diesem Video, dann solltet ihr definitiv zuschlagen und das war's meinerseits. Bitte ballert doch immer in die Kommentare rein, ob ihr eine der Serien gelesen habt und wenn ja, welche und wie sie euch gefallen hat. Und ansonsten sei gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!